Mexiko. Land der Kontraste. Land von Gauchos und Tequila, kargen Hochebenen und idyllischen Stränden. Ein Land, das Astrid im Laufe einer abenteuerlichen Motorradreise in seinen Bann zog. Skepsis allerdings vor Beginn der Reise. Über Mexiko hatte ich mir eigentlich als Ziel für eine Motorradreise noch nie Gedanken gemacht. Mexiko war für mich Maya-Kultur, Strand, türkisblaues Wasser. Aber Motorradfahren? Umso neugieriger war ich natürlich, was mich da jetzt erwarten würde. Astrids Reisepartner ist Herbert Schwarz von Touratec. Vor der Reise werden die Bikes noch einmal gecheckt und die Ausrüstung gemeinsam durchgesprochen. Astrids Bike ist eine Desierto 3, eine modifizierte BMW R1200 GS. Allerdings recht hoch, dank Öhlins Fahrwerk und einer Spezialsitzbank. Astrid ist dennoch zufrieden. Startpunkt der Reise ist Toluca, unweit von Mexico City. Carlos, ein Freund von Herbert, hat die Zollformalitäten bereits erledigt. Die Maschinen stehen bereit und die beiden müssen nur noch Routine-Handgriffe erledigen. Im Nu sind die Maschinen reisefertig. Nun heißt es, an die 6 Zentner zu chauffieren. Pflicht, bevor es richtig losgeht, eine ausgiebige Testfahrt. Carlos und einige seiner Freunde lassen es sich nicht nehmen, Astrid und Herbert auf ihre Eingewöhnungstour zu begleiten. Wir sind heute auf den Vulkan raufgefahren, sind hier auf 4000 Metern, war auch schon recht grobschottrig hier rauf. Also man hatte gut zu tun mit der BMW, war auch optimal, sich erstmal an dieses Schotterfeeling wieder zu gewöhnen. Ist ja doch eine dicke Elke, aber ich bin jetzt beruhigt, geht super. Am Abend gibt Carlos wertvolle Tipps für die Reise. Er kennt das Land wie seine Westentasche. Die Tour wird nach Norden gehen, Richtung Kupfer Canyon. Am Anfang war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Es war Verkehr ohne Ende, es hat gestunken, die Landschaft war langweilig. Also ich dachte mir, wenn das so weitergeht, dann muss ich da nicht nochmal hin. Es dauert 3 Stunden. Dann erreichen die beiden die Schotterpisten der Sierra Gorda, einer Gebirgslandschaft nordöstlich von Mexico City. Die Route liegt völlig abseits der Touristenpfade. Verlässt man in Mexiko die Hauptverkehrsstraßen, ist man grundsätzlich nur noch auf Pisten unterwegs. Spätabends erreichen Herbert und Astrid ausgehungert das Sierra-Dorf Xilitla. Der Gastraum des kleinen Restaurants ist gleichzeitig die Küche. Astrid ist neugierig, wie die Quesadillas, Teigtaschen mit Käsefüllung, zubereitet werden. Nahe gelegene Attraktion sind die Betongärten von Las Posas. Skurrile Bauten mitten im Regenwald. Boah, das ist echt total abgefahren hier. Man kommt sich echt vor wie Indiana Jones. Diese Betongärten, die hat so ein verrückter Engländer gebaut, Edward James oder so heißt er. Kann man nur sagen, die Nachwelt hat ja oft was davon, wenn einer seinen Spien austobt. Der Weg zum Kupfer Canyon ist weit. Um Strecke zu machen, müssen Astrid und Herbert immer wieder lange Asphaltetappen in Kauf nehmen. Die Landkarte verspricht eine verlockende Abkürzung durchs Niemandsland. Erste Belohnung, Einsamkeit und Landschaftsidylle. Doch nicht lange, dann der Dämpfer. Karte und Piste stimmen nicht überein. Auch die GPS-Karte ist ungenau. Das war ganz schön weit, oder? Na, so weit ist es gar nicht mehr. Vorhin war das, sah das weiter aus. Das sind komische Karten. Die beiden können lediglich erahnen, wo genau sie sind. Die Sonne steht bereits tief. Astrid und Herbert treffen die nötigen Vorbereitungen fürs Nachtlager, solange es noch hell ist. Wir haben eigentlich fast immer draußen geschlafen, teilweise auch das Zelt aufgestellt. Ich liebe einfach dieses Offroad-Leben, einfach nur draußen sein, draußen leben. Das ist für mich also mit das Schönste an so einer Reise. Die Piste war richtig. Astrid ist heilfroh. Ihr 20-Liter-Tank war schon fast leer. Freundlich erklärt der Tankwart, wie es weitergeht Richtung Kupfer Canyon. Okay, wish you good luck. Endlich kommt die ersehnte Abzweigung.
Teerstraßen wird es ab hier nicht mehr geben. Der Barranca del Cobre oder auch Kupfer Canyon ist die Hauptattraktion der Sierra Tarahumara, einem Naturschutzgebiet mit einer Ausdehnung von etwa 30.000 Quadratkilometern. Es ist das größte und zerklüftetste Schluchtensystem Nordamerikas. Die Gesamtlänge aller Canyons beträgt 1.500 Kilometer. Staubige, steinige Bergpisten wechseln mit Wasserdurchfahrten. Auf zwei Rädern steht Astrid mit dem nassen Element auf Kriegsfuß. Also wenn ich eins dick habe, sind das Wasserdurchfahrten. Das ist für mich der absolute Horror. Man sieht nie, was da für große Steine drunter sind. Dann komme ich bei der BMW nicht gescheit runter und eigentlich bleibe ich zu 50% sowieso stecken. Und das ärgert mich dann so richtig, weil eigentlich müsste man sich ja nur trauen. Herbert ist gutmütig und schlau. Er lässt sich den Unmut über seine nassen Füße nicht anmerken. Wohl wissend, dass er sich damit nichts Gutes getan hätte. Es ist völlig einsam. Viehgatter sind oft der einzige Hinweis, dass in dieser Gegend auch Menschen leben. Entsprechend rustikal auch der Reisekomfort. Die Waschgewohnheiten, die man zu Hause hat, die kann man auf so einer Reise komplett über Bord werfen. Aber wir haben es einfach so gemacht, wo auch immer ein Fluss war, sind wir reingesprungen und haben uns dort gewaschen. Das geht schon. Oberste Priorität gilt ohnehin Futter und Treibstoff. Die Benzinversorgung unterwegs war eigentlich nie ein Problem. Wenn es keine Tankstellen gab, haben wir eigentlich in den Dörfern immer irgendjemanden gefunden, der ein paar Fässer rausgezogen hat, hat halt dann mit dem Mund angesaugt und wir haben unsere Tanks eigentlich immer voll gekriegt. Auch die Versorgung mit Lebensmitteln gestaltet sich in Mexiko unproblematisch. Zu essen bekommt man immer was, die Frage ist nur was. Im negativsten Fall waren es halt einfach nur Dosen und Spaghetti. Auffällig ist auch, dass es manchmal einfacher ist, Bier zu kaufen, als überhaupt Wasser zu bekommen. Nicht gerechnet haben Astrid und Herbert mit den extremen Temperaturschwankungen im Kupfer Canyon. Gestern hatten wir noch über 30 Grad und heute Morgen das. Das ist echt unglaublich. Als ich meine Crossstiefel angezogen habe, habe ich echt gedacht, ich stecke meine Füße in zwei Betonklötze rein. Es ist alles steif und kreislig. Auf jeden Fall bin ich froh, dass die BMW Heizgriffe hat. Nicht nur die Temperaturen, auch die Pisten im Kupfer Canyon sind extrem. Teilweise überwinden sie auf wenigen Kilometern einen Höhenunterschied von 1000 Metern. In San Rafael passieren Astrid und Herbert den Schienenweg von El Chepe. El Chepe ist ein Zug, der von Los Mochis an der Westküste Mexikos bis nach Chihuahua im Norden des Landes fährt. Auf seiner spektakulären Fahrt überwindet er einen Höhenunterschied von 2400 Metern. Von hier ist es nicht weit bis nach El Divisadero im Norden des Canyon-Gebiets. Der kleine Ort markiert die Wasserscheide zwischen Atlantik und Pazifik. Hier ist die Hauptschlucht des Copper Canyon, die Barranca de Urique. Der Ausblick ist spektakulär. Bis zu 1800 Meter geht es hier in die Tiefe. Die Zeit drängt. Vor Astrid und Herbert liegt eine lange Etappe nach Los Mochis an der Küste. Mit Wehmut kehren die beiden der faszinierenden Canyon-Welt den Rücken. Gegen Mitternacht ist das Ziel erreicht und auch eine andere Welt. Also wir sind wirklich zurück in der Zivilisation und es hat natürlich auch Vorteile. Es gibt nämlich ein Hotel und auch eine Dusche. Und es ist die erste nach 10 Tagen. Die haben wir uns echt verdient. Buenos tardes. In Los Mochis geht es auf die Fähre. Das Ziel ist La Paz im Süden der Baja California. Hola. My good friend. Die Baja soll ja angeblich ein Offroad-Paradies sein. Doch zunächst ist davon nichts zu sehen. Wieder einmal ist Asphaltglühen angesagt. Mit den dicken BMWs ist das allerdings kein Problem. Sie sind komfortabel und bieten guten Windschutz.
Astrid fährt die Desierto 3, eine modifizierte BMW 1200 GS, Herbert die GS Adventure. Sich ans schwere Gerät zu gewöhnen, war zunächst gar nicht so einfach. Am Anfang war es schon mühselig, mit dem Gewicht der schwer beladenen BMW zurechtzukommen. Natürlich jetzt nicht auf dem Asphalt, da macht es ja keinerlei Probleme, aber dann auf den Schotteretappen. Also ich habe dann schon öfter mal geflucht und dachte mir, Mensch, wenn ich doch nur so einen leichten Einzylinder dabei hätte. Auf der anderen Seite muss man sagen, die BMW ist der perfekte Kompromiss für das, was wir in Mexiko gemacht haben. Wir hatten auch keinerlei Panne unterwegs. Das Einzige, was wir an Check mit unseren BMWs gemacht haben, war Öl nachfüllen, Reifenluftdruck nachschauen und entsprechend den Straßenverhältnissen immer wieder anpassen und ab und zu den Luftfilter ausklopfen. Das war wirklich alles. Hinter Ciudad Insurgentes geht es auf die Piste. Die Baja präsentiert sich endlich von ihrer herben und wildromantischen Seite. Die Halbinsel ist 1300 Kilometer lang und zwischen 45 und 170 Kilometer breit. Eine zerfurchte Bergkette zieht sich wie ein Rückgrat durch die ganze Länge des ausgeglühten Landes. Die Baja California ist ein Land der Extreme. Unwirtlich und gleichzeitig atemberaubend schön. Ein Eldorado für alle Wüstenfans, Einsamkeitsliebende und Abenteurer. Astrid ist in ihrem Element. Genial auf der Baja finde ich die kakteengesäumten Pisten. Also das ist einfach ein ganz neues Bild, was ich bislang von meinen Reisen nicht kannte. Man sollte nur nicht stürzen, denn sonst schaut man selbst aus wie ein Kaktus. Herbert hat einmal einen Kaktus gerammt und sein Oberarm war gespickt mit Stacheln. Wir mussten eine Not-OP mit Leatherman machen. Also sowas bräuchte ich jetzt nicht. Eine geteerte Hauptstraße durchquert die Baja auf ihrer ganzen Länge. Abseits davon gibt es nur noch Pisten, Pisten, Pisten. Auch wenn die Nähe zu den konsumorientierten USA da ist, darf man nicht leichtsinnig werden. Wichtig auf der Baja ist, wenn man sich abseits der Hauptstraße bewegt, man muss sich mit Vorräten eindecken. Und zwar nicht nur Lebensmittel, sondern auch Wasser und Benzin. Weil es gibt dann überhaupt nichts mehr. Einfach nur noch Wüste und Kakteen. Astrid und Herbert lieben es, auf ihren Reisen weit weg von der Zivilisation zu sein. Dafür muss allerdings einiges in Kauf genommen werden. Gerade war ich in den Salzhaus, das ist normalerweise nicht unbedingt mein Fall. Aber so wie wir auf der Baja unterwegs sind, sind die Waschmöglichkeiten im Süßwasser mehr als begrenzt. Der Golf von Kalifornien ist ideal zum Baden. Doch heute ist die Pazifikküste das Ziel. Ein traumhafter Sonnenuntergang ist begleitet von Wehmut. Die Reise neigt sich dem Ende zu. Als Abwechslung zu den geschmacklosen Tortillas wird es heute richtiges Brot geben. Aus Mehl, Wasser, Salz und etwas Trockenhefe macht Astrid einige Fladen, die im heißen Sand unter Glut gebacken werden. Herbert ist zunächst skeptisch, doch die mexikanische Variante des Sahara-Brotes schmeckt überraschend gut. Immer dann, wenn es am schönsten ist, muss man aufhören. Das war heute unsere letzte Nacht auf der Baja California. Wirklich schade, denn die Insel ist ein echtes Offroad-Paradies. Wir hätten einfach mehr Zeit haben müssen. Was mir so gut an der Baja gefällt, man ist nie weit vom Meer weg. Das heißt, wenn man mal genug hat von Staub und schottrigen Bergpisten, fährt man einfach wieder zurück an die Küste. Entweder an den Pazifik oder an den Golf von Kalifornien. Vor Astrid und Herbert liegt eine 17-stündige Fährpassage nach Mazatlán auf dem mexikanischen Festland. Dann sind es noch 1000 Kilometer zurück nach Mexico City. Start- und Endstation einer traumhaften Motorradreise, die beiden nicht so schnell vergessen werden.